Die ersten vier Stützpfeiler einer Gesellschaft im Sinne Allah subhanahu wa ta'ala. Das allererste und das Wichtigste, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht ohne Grund an die erste Stelle gesetzt hat. Und deswegen, die Reihenfolge ist unglaublich wichtig in diesem Hadith. Es ist keine zufällige Reihenfolge. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Er spricht nicht aus Neigung, sallallahu alaihi wa sallam, sondern er ist nur eine geoffenbarte Offenbarung. Also auch die Reihenfolge in diesem Hadith, der so authentisch überliefert wird, ist unglaublich wichtig. Nummer eins, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Al-Imamul Adil, der gerechte Herrscher. Die Grundlage für eine funktionierende und rechtschaffende Gesellschaft. Eine Gesellschaft kann noch so fromm sein. Wenn keine Gerechtigkeit vorhanden ist, wird diese Gesellschaft ins Verderben gehen. Und das sehen wir in unseren Gesellschaften heutzutage. Guckt mal, wie viele Moscheen wir in unseren Ländern haben. Geht mal in ein islamisches Land. Die Moscheen, die wir heutzutage haben, die hatten die Muslime damals nicht gehabt. Schaut mal, wie groß unsere Moscheen sind, die wir haben. In Marokko hier, die Moschee von Hassan al-Thani. Riesenmoschee. Schaut mal, wie groß Al-Masjid al-Haram ist. Wie schön Al-Masjid al-Nabawi ist. Schaut euch mal die großen Moscheen an in den anderen islamischen, in den Golfstaaten. Unglaublich! Aber warum funktionieren dann unsere Gesellschaften nicht? Warum fliehen die Menschen aus muslimischen Gesellschaften? Warum sind die Flüchtlinge nach Europa gekommen und nicht in islamische Länder gegangen? Wo ihre Sprache gesprochen wird, wo die Menschen die gleiche Mentalität haben, dieselbe Religion haben. Warum wollen sie nach Europa, in ein ganz fremdes Land, wo sie die Sprache nicht kennen, wo sie die Mentalität nicht kennen, die Kultur nicht kennen, wo sie Rechtsradikalen ausgesetzt sind, wo sie ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, um über das Meer dann hierher zu kommen? Warum ist das so? Weil in unseren Ländern größtenteils keine Gerechtigkeit herrscht. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er setzt Gerechtigkeit an erste Stelle. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns klar gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Eine Gesellschaft kann noch so gläubig sein, wenn aber keine Gerechtigkeit herrscht, sondern Korruption herrscht und der Herrscher Unterschiede macht zwischen den Menschen nur aufgrund ihrer Abstammung oder ihrer Stellung in der Gesellschaft, dann ist die Gesellschaft dem Untergang geweiht. Warum ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam so regelrecht ausgerastet und er ist nie ausgerastet, sallallahu alaihi wa sallam? Das ist das falsche Wort, was man eigentlich in Bezug auf den Propheten so nicht verwenden sollte. Aber ich will damit zum Ausdruck bringen, wie sauer er geworden ist, sallallahu alaihi wa sallam. Wie zornig er geworden ist. So zornig, dass die Sahaba einen Schreck bekommen haben. Einen Schock, weil sie ihn sonst nie so gesehen haben. Kennt ihr das, so eine Person, die sonst immer ganz lieb ist und dann siehst du sie in einem Zustand, wo du denkst, was ist hier passiert? Ist hier jemand umgebracht worden? So zornig ist der Prophet geworden, als Usama ibn Zayd es nur gewagt hat. Schaut mal, es ist nicht mal geschehen. Er hat es nur gewagt zu fragen, ob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht bei einer Frau, die von Ansehen war, eine Ausnahme machen könnte und ein Auge zudrücken könnte, sodass ihr nicht ihre Hand abgehackt wird, so wie es bei einem Dieb getan werden sollte. Und wie es ja damals auch so umgesetzt wurde. Und zwar bei jedem Dieb, egal ob reich oder nicht reich. Der Prophet ist so zornig geworden, dass er alle Muslime versammelt hat. Und was hat er gesagt? Was waren die ersten Worte, die er gesagt hat? Wie begann er seine Rede? Ja, innama ahlaka alladhina min qablikum, idha sariqa fihim al-sharif, al-da'if, aqamu alayhi al-had. Wa idha sariqa fihim al-sharif, taraku. Diejenigen sind zuvor untergegangen, weil wenn ein Reicher gestohlen hat, dann haben sie ihn gelassen.
Wie heutzutage. Erinnert so ein bisschen an die jetzige Situation, die wir haben gerade, ja, ohne ins Detail zu gehen, die wir alle kennen mit Khashoggi. Ja? Wenn ein Reicher etwas tut, einen Mord begeht, kein Problem. Aber wenn jemand anderes, ein armer Schlucker, etwas tut, dann wird nicht gewartet. Wird sofort das umgesetzt. Und wenn er schwach war, dann haben sie ihn sofort bestraft. وَأَيْمُ اللَّهِ Und bei Allah. لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ Schaut mal, ich meine, wie hart diese Worte sind. Seine geliebte Tochter. Ich meine, er benutzt seine Tochter als Beispiel. Das macht man normalerweise nicht. Aber er ist so sauer, um das nochmal klar zu machen, wie schwerwiegend diese Bitte war. Das wurde noch nicht mal umgesetzt. Nur die Bitte. وَأَيْمُ اللَّهِ Und bei Allah. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Hätte Fatima bint Muhammad gestohlen, dann hätte ich ihr die Hand abgeschlagen. Also es geht jetzt einfach darum, die Gerechtigkeit. Das ist das, worum es hier geht. Wenn eine Strafe geht, dann gilt sie für alle. Egal wer es ist. Egal wen es betrifft. Das Oberhaupt bis zum einfachsten Menschen. Es darf kein Unterschied gemacht werden. Weil sonst entsteht Unheil auf Erden. Und es entsteht Korruption. Und selbst eine muslimische Gesellschaft, wo die Menschen vielleicht fromm sind, ist dem Untergang geweiht. Und genau das sehen wir heute. Und ich erinnere noch einmal an dieses schöne Zitat, was wir schon oft gehört haben. Von Ibn Taymiyyah, der gesagt hat, إِنَّ اللَّهَ لَيَنْصُرُ الدَّوْلَ الْكَافِرَ إِنْ كَانَتْ عَدِلًا Allah Ta'ala, er unterstützt und steht an der Seite eines Staates, der nicht muslimisch ist, ja? Ungläubig ist, wenn er gerecht ist. وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَ الْمُسْلِمَ وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَ الظَّالِمَ وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَ Aber er unterstützt nicht eine Gesellschaft, die ungerecht ist, selbst wenn sie Muslime sein sollten. Und genau das sehen wir heutzutage. Und deswegen, meine lieben Geschwister, Gerechtigkeit immer an erster Stelle. Und ich muss bei mir anfangen. Ich kann nicht erwarten von den Herrschern, dass sie gerecht sind, wenn ich mir gegenüber selbst nicht gerecht bin. Und das ist das, was Allah Ta'ala fordert. Ja, ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah. Oh, die ihr glaubt, steht ein für die Gerechtigkeit und seid Zeugen für Allah. Und jetzt hört zu, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ Selbst wenn es euch selbst betreffen sollte. Ich muss gerecht sein. أَوْ الْوَالِدَيْنِ Oder die Eltern. وَالْأَقْرَبِينَ Oder die Verwandten. Gerechtigkeit. Ist nicht einfach, Wallah, ist es nicht einfach. Aber das ist Islam. Und das steht an erster Stelle.